Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, also ich wirke jetzt gerade total ausgelassen und alles. Finde ich auch eigentlich. Aber ich wollte euch heute, naja, für euch ist es glaube ich keine traurige Nachricht. Für mich auch nicht wirklich. Aber für meine Großmutter, meine Mutter. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das formulieren soll. Auf jeden Fall, wir hatten eine Verwandte namens Tante Lotte. Die hat in der Schweiz gelebt. Und die ist 92 Jahre alt. Und die ist jetzt nach, warte, ich muss mal ganz kurz überlegen. Immer dieses Ding, wenn man keinen Kalender hat. Und jetzt sehe ich hier auch nichts. Aber wir haben heute den 7. Und die ist am Mittwochnacht verstorben. Also Dienstag auf Mittwoch in der Nacht ist sie verstorben. Also oh nee, wisst ihr was? Das ist mir jetzt zu blöd zu rechnen. Entschuldigt, ich bin einfach zeittechnisch Rechnung, da bin ich ganz schlecht. Und Mathe auch. Das ist jetzt euch kein Geheimnis, für mich kein Geheimnis. Das ist nur alles. Also, ja, auf jeden Fall ist sie jetzt verstorben diese Woche und ja. Weiß nicht, irgendwie dachte ich, das wäre sowas, was man mal erzählen kann, wo man vielleicht auch mal reden sollte. Also vor allem ist da sowas, was ich euch als Tipp mitgeben möchte. Also vor allem das. Also es ist wie folgt. Sie ist, wie gesagt, ins Ausland gezogen, schon vor vielen zigtausend Jahren. Da war ich noch nicht mal geboren. Ich glaube nicht mal gezeugt, wenn ich ehrlich bin. Aber egal. Damals ist sie dann in die Schweiz ausgewandert, weil es damals sehr schön war. Und ja, und sie ist da einen Job gefunden hat, weil sie Lehrerin war. Und ja, und dann irgendwann hat sie sich dort ein Haus gebaut und hat einen Kredit aufgenommen in der Schweiz. Und dann hat sie noch einen Kredit aufgenommen und noch einen Kredit und noch einen Kredit. Und ja, auf jeden Fall darf man ihr Erbe jetzt nicht annehmen. Ist nicht vorteilhaft für das eigene Portemonnaie, wenn man dieses Erbe annimmt. Und ja, ich weiß nicht, ob meine Oma würde jetzt sagen, sowas erzählt man doch nicht. Aber für mich ist das ja hier sozusagen wie eine Therapie und ich rede über die Sachen, die mich beschäftigen. Also tut mir leid, ich werde jetzt meinen Müll bei euch abladen. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass dann meine Tante gestorben ist und das Ding ist, und das, was sie, ihr letzter Wunsch war, sie würde gerne wieder in ihre Heimatstadt, in der wir jetzt noch wohnen, in Ravensburg, beerdigt werden. Und sie ist immer ihr Lebtag davon ausgegangen, sie wird 120. Und muss sagen, Respekt, sie ist gerade mal ein paar Jahrzehnte drum, also sie ist nur ein bisschen dran vorbeigeschlittert. Ich meine, so, ich glaube, warte mal, 120, sie ist 90. 90 plus 10 ist 100 plus 2 minus 2, das sind dann 18, das sind 28 Jahre. Und ist eigentlich schon weird, wenn man sich mal überlegt, sie hätte dann noch 28 Jahre leben müssen und ich bin jetzt 7 und ich werde jetzt 27 im Juli. Entschuldigt, ich bin immer schon so, sobald das neue Jahr begonnen hat, rechne ich mit der neuen Jahreszahl. Ja, ich werde dieses Jahr 27 und damit wäre meine Tante, hätte dann nochmal meine ganze Lebensspanne nochmal weiterleben. Wäre die weitergelebt, wenn die echt 120 hätte werden, wenn sie es erreicht hätte. Was irgendwie schon krass ist, wenn man sich es mal so überlegt, weil ich lebe für mich ja schon in eine ganze Ewigkeit und wenn ich das dann nochmal rechne, einfach nochmal auf ihr Leben drauf, das ist richtig krass. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass sie ihr Lebtag immer sehr davon ausgegangen ist, sie wird 120 und deswegen hat sie auch nie irgendwelche Vorsorgesachen gemacht und hat nie irgendwelche Testamente geschrieben, hat nie irgendwelchen Leuten Berechtigung gegeben, noch Sachen zu machen für sie, hat nie jemanden irgendwie, ja, sie hat einfach alles gesagt, das mache ich dann, wenn ich dann 120 werde und jetzt ist sie halt keine 120 geworden und jetzt ist es so, dass meine Mutter, meine Großmutter, also mein Onkel, der Bruder meiner Großmutter, also bei uns ist alles Onkel, Tante, wir machen nicht Großonkel, Großtante, sondern es sind einfach Onkel, Tanten.
Und dass der auf jeden Fall mein Onkel, der ist jetzt gerade, muss der sich jetzt mit den Ämtern in der Schweiz rumschlagen, weil entschuldigt die Formulierung, aber der Leichnam muss ja überführt werden. Und dadurch, dass sie eben ihr Lebtag da nie etwas vorbereitet hat und wir alle sagen, wir dürfen das Erbe nicht annehmen, sind wir keine Erben. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob es überhaupt möglich ist, sie nach Deutschland wieder zurückzuüberführen. Also, es wäre schon nett, weil ich meine, hätte man ihren letzten Willen erfüllt, aber selbst den hat sie ja nie aufgeschrieben. Also, weiß man, ob sie es wirklich wollte. Also, als Gericht würde ich da jetzt sagen, ob das jetzt so ist. Aber als jemand, der dazugehört, als Familienmitglied, würde ich sagen, gebt uns unsere Tante. Und wenn es nicht für mich ist, dann zumindest für meine Mom und meine Großmutter, weil denen ist das wichtig und auch meinem Onkel. Ja, ich kann euch da jetzt irgendwie noch nicht viel mehr sagen, weil es ja jetzt ja schon gerade passiert. Was ich sagen kann, ist, dass irgendwie in der ganzen Familie noch keiner so richtig trauern kann, weil eben alles noch so in der Schwebe ist und keiner irgendwie was Genaues weiß. Und ich habe das Gefühl, dass hier Wut wie. Das ist meine Augenbraue. Wow, auf der Kamera sieht das aus wie so eine Falte, die hier so voll fies reingeht. Entschuldigt. Ja. Ich für meinen Teil bin noch recht froh, dass noch keiner so anfängt zu trauern, weil das ist jetzt so empathiemäßig bin ich nicht so gut dabei. Und ich habe auch schon meine Mutter gefragt, warum sie alle Leute das erzählt. Und sie meinte dann so, damit die Leute meiner Großmutter kondolieren können. Und ich dachte nur so, aha, okay. Schreib's halt in die Zeitung, geht schneller. Oder? Und dann hat sie zu mir gemeint, sie fängt, sie, also als Witz, geht dann sie geht bald auf den Marienplatz und schreit sie allen entgegen. Da habe ich mir so gedacht, das ist doch mal eine Idee, aber sie hat mir nur erklärt, es ist nur ein Witz. Also macht sie nicht. Ja, für alle die es bis jetzt noch nicht mitbekommen haben, die aber hier meine Videos angucken, ja, das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Ich meine, bis ihr das Video zu Gesicht bekommt, ist schon nächster Monat. Also, Entschuldigung, bisschen spät dran, aber Mama freut sich trotzdem wahrscheinlich noch über Briefe oder so. Ja. Das war eigentlich alles, was ich dazu zu erzählen habe und was ich erzählen kann. Also das dazu. Und jetzt kann ich euch noch ein bisschen über meine Tante erzählen, weil sie war eigentlich echt eine tolle Person. Und sie hat immer diesen Wahlspruch gehabt. Und dieser Spruch, den gebe ich euch jetzt allen da draußen weiter, falls ihr Kinder habt oder Kinder bekommt oder Kinder haben wollt. Weil dieser Satz hat einen sehr, sehr, sehr tiefen Kern an Wahrheit. Und zwar hat sie immer gesagt, holt die Kinder dort ab, wo sie stehen. Und das heißt so viel wie, wo das Kind in der Entwicklung ist, da musst du ansetzen und nicht versuchen, den Kindern irgendwas beizubringen, wo sie nicht sind, sondern erst dort, wo sie mit in ihrer Entwicklung in diesem Moment sind. Also wenn ein Kind versucht, laufen zu lernen, unterstützt es beim Laufen lernen und versucht nicht ein Kind, das gerade Krabbeln gelernt hat, ihm beizubringen zu laufen, weil es wird nicht funktionieren und das hinterlässt dann Frust. Ja, und nach diesem Motto hat meine Mutter mich immer großgezogen und ich will jetzt nicht irgendwie prolo-mäßig wirken oder prahlerisch, aber ich finde, ich bin gut geworden. Und deswegen dachte ich, ich gebe die Weisheit meiner verstorbenen Tante an euch alle weiter. Ja, das habe ich hiermit jetzt getan. Gut, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch so Weisheiten habt von Verwandten oder irgendwas, was ihr da so zu erzählen habt. Die könnt ihr auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die Bell von creepmindoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.